Hallo Freunde der virtuellen Realität. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zum heutigen Video. Falls ihr neu auf meinem Kanal sein solltet, ich bin Sebastian und ich würde mich mega freuen, wenn ihr meinen Kanal unterstützen würdet. Also einmal auf Abo-Button drücken, damit ihr nichts verpasst. Und heute gibt es die Pico-News. Es gibt eine Kampagne, eine schöne Sparkampagne für euch. Rabatte. Und dann gibt es natürlich auch ein paar Game-Releases, die ich euch nachher noch vorstelle. Aber gehen wir erstmal auf die Kampagne ein. Da läuft jetzt eine Kampagne, wo einige Spiele auf 30% reduziert sind, vom 25. bis zum 4. September. Und darunter ist das Game Breachers, das auch jetzt aktuell ein Update erhalten hat. Da gibt es jetzt eine Schiffsmap, eine neue. Und es gibt einen Modus Control Point. Ich habe selber noch nicht reingeguckt, werde ich auf jeden Fall noch machen. Wer Breachers nicht kennt, ich werde unten mal mein Video dazu verlinken. Ich habe da schon mal reingeschaut für euch und könnt ihr euch mal anschauen. Ist ein richtig cooler Team-Shooter. Und dazu gibt es aber auch noch eine Back-to-School-Kampagne und die bringt uns nochmal 20%. Das heißt, wir können für einige Spiele sogar bis zu 50% Ersparnis haben. Also besser geht's eigentlich nicht. Und ich werde jetzt mal ganz kurz die Sachen durchgehen, welche jetzt 30% erhalten haben. Das ist Demio, da sind Larsenauts, Int, International, ich weiß jetzt nicht ganz genau, Pistol Whip, Dark Sword, Real VR Fishing, Virtual Desktop, ist kein Spiel, sondern ist hier die Virtual Desktop-Anwendung, damit wir PC-Spiele kabellos auf unser Headset übertragen können. Dann X-Fighter, X-Fitness und A Fisherman's Tale. Also die Games haben vom 25. August bis zum 4. September haben die 30% Rabatt. Und zuletzt natürlich das Game Breachers, was ich schon erwähnt habe, 30%. Und das macht natürlich für einige Games richtig viel aus. Und wenn es dann dieses Back-to-School-Kampagne gibt, können wir bis zu 50% auf diese Spiele dann bekommen. Da müsst ihr mal schauen, welche Games da zusammenpassen. Ich werde diese Liste mit den 30% da unten in die Beschreibung packen. Könnt ihr mal genau reinschauen. Da möchte ich jetzt nicht genau auf jedes Spiel eingehen. Das machen wir gleich bei den neuen Game Releases. Und ist auf jeden Fall cool, dass immer wieder diese Sparkampagnen rauskommen. Da warten ja immer viele Leute drauf, dass man wirklich dann nicht mal nur ein Spiel holt, sondern zwei oder drei, wenn man so viel sparen kann. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal zu den neuen Releases. Und das ein Game, ihr seht es in Quest Store, aber das ist für die Pico erhältlich, Bounce Shot. Und Bounce Shot, wie wir hier auf dem Bild schon sehen, ist so eine Art Bierpong-Game, wo wir einen Tisch haben, wo wir dann Bälle in diese Becher werfen können. Da gibt es, glaube ich, verschiedene Modis. Ich habe selber noch nicht reingeschaut. Sah jetzt ganz witzig aus. Ich weiß nicht, wie da die die Spielmotivation ist oder wie lange man da Spaß dran hat. Ist von den 11 VR-Tischtennis-Game-Machern. Und wie gesagt, es sieht witzig aus. Muss man jetzt wirklich mal abwarten, wie sich das Game so macht. Ich kann mal ganz kurz hier in den Trailer so ein bisschen rein. Da sah man auch ein bisschen Gameplay. Hier sehen wir es zum Beispiel. Wenn man das dann richtig macht mit auch wirklich, weil der Verlierer muss trinken, dann ist natürlich nochmal was anderes. Ne? Dann wird es natürlich sehr interessant. Einer gegen einer oder zwei gegen zwei. Und sowas macht natürlich in Real Life mehr Spaß. Aber hat vielleicht auch was in VR. Also, Bounce Shot ist ein Neuankömmling im Pico Store und dann gehen wir rüber zum Game The Scream oder Erfahrung ist es eher. Jeder hat das Bild der Schrei wahrscheinlich schon mal gesehen. Ich mache es mal kurz groß, dieses Bild hier. Und dazu wird was erzählt, eine Story und dann werden wir immer weiter reingezogen in so ein bisschen Dämonische. Das sahen wir auch so ein bisschen creepy aus, dass man dann das Bild anfasst, dann zieht man die Farbe so raus und sah ganz interessant aus als kleine VR-Horror-Erlebnis, sage ich einfach mal. Und für Leute, die sowas gerne mal sehen, ein bisschen so abstrakt und mystisch, sage ich einfach mal, kann man auf jeden Fall mal reinschauen. Ja, dann haben wir Dreaming Zone und Dreaming Zone ist eine interaktive Erzählung. Yuri, eine 60-jährige Koreanerin, erinnert sich an den ersten Frühlingstag, als sie gerade 10 Jahre alt geworden ist. Ja, wie gesagt, ein kleines interaktives Video oder eine kleine Geschichte
Ich habe schon öfters erwähnt, es ist immer cool, so interaktive Videos zu sehen. Macht Spaß, sowas sich anzuschauen. Und ja, gehen wir zum nächsten Game über. Und das ist Box to the Beat. Und da hatte ich auch schon Kontakt mit dem Entwickler. Also sieht echt interessant aus. Wir haben wirklich ja, Boxhandschuhe und müssen dann zum Beat auch boxen, wie wir hier sehen. Ja, ist ein Musik-Rhythmus-Game. Wird mit Sicherheit sehr schweißtreibend sein, das Ganze. Und ja, wenn es um Boxen geht, bin ich natürlich eher für wirkliches VR-Boxen. Aber so Musik-Rhythmus-Box-Games sind mit Sicherheit auch nicht schlecht. Und ja, kann man mit Sicherheit auch viel trainieren und viel Spaß haben. Und auch die Reaktion natürlich verbessern, ne? Also sieht echt interessant aus, werde ich mir definitiv mal reinziehen und wahrscheinlich auch ein Video zu machen. Wie wir hier sehen, gibt es es auch als Steam-VR-Game. Und das ist jetzt auch erschienen im Pico Store. Ja, dann haben wir noch Domino Craft VR. Und ja, wie der Name schon sagt, wir können uns komplette Domino-Welten kreieren. Und dann halt in der ganzen Welt, ja, Domino-Parcours bauen, kann man das so sagen? Weiß ich gar nicht. Ich denke mal schon, Domino-Parcours und das dann irgendwann, wenn man es riesig aufgebaut hat, kennt man ja alles noch von, ich weiß gar nicht, diese RTL-Show oder was war es, Domino Day oder wie das hieß, ja, dass man dann verschiedene Kettenreaktionen auslösen kann und ja, da ist mit Sicherheit der Fantasie keine Grenzen gesetzt, da ist mit Sicherheit super viel möglich, wie wir hier auch sehen. Also sieht interessant aus, wie die Leute, die so gerne ja, sowas knobeln und sich sowas ausdenken. Und das Gute ist, man muss keine Angst haben, dass man es aus Versehen beim Aufbauen antippt. Ne? Man kann da wirklich riesige Welten bauen, kann da in der Welt rumlaufen, ohne dass man Angst haben muss, ich kipp jetzt hier gleich was um. Also auf jeden Fall was für ruhigere Minuten, Stunden und ja, da kann man, wie gesagt, seine Fantasie freien Lauf lassen. Ja, das waren so die Game Releases diese Woche und ja, am besten ist natürlich die Kampagne, ne? Back to School Kampagne mit 20% und dann auch nochmal die 30% Games, die ich unten in der Liste mal eintrage für euch. Schaut mal rein. Das eine oder andere habe ich auch auf meinem Kanal schon gezeigt. Ja, Demio, Pistol Whip, Dark Sword habe ich gezeigt, Fisherman's Tale, also sind richtig geile Sachen und 30%. Und Breachers ist bisher noch überhaupt nicht runtergesetzt worden. Und das ist das erste Mal, dass Breachers jetzt einen Rabatt bekommt. Also ist ein Must-Have-Titel, muss man definitiv gezockt haben, wenn man Shooter mag. Also wenn man jetzt absolut Shooter-Fan ist, super, gerne kaufen. Wenn man jetzt aber Shooter hasst, dann ja, lasst es und kauft die anderen Games, die da jetzt im Angebot sind. Sind auf jeden Fall coole Games bei, lohnt sich. Ja Leute, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!